Ich wünsche mir die Stage-Spannung. Aha. Okay, Captain Falcon, doch kein Sonic. Captain Falcon okay. spielt ja jetzt erst. Vor Dresden. Okay. Wer von den beiden kommt aus Dresden? Rex J. Nein. Andersrum. Redio? Redio. Redio. Mal sehen, wie oft noch den Namen falsch aussprechen werden. Okay. Oh, das startet. Es geht los. Boah, ein wilder SS. Ja, das Matchup ist auf jeden Fall bisschen besser auf jeden Fall als Sonic gegen Jigglypuff, würde ich sagen. Besser für wen? Also ich würde sagen, für Jigglypuff ist das Matchup besser. Sagen. Aber ist Sonic schwieriger. Weil Sonic eine bessere Recovery hat, aber mal gucken, was Rex da macht. Also schöne Rapid Jabs hier. Okay. Oh, nice. Ich finde der Pressure sehr, sehr schön gerade, aber es kommt ja hier erstmal auf den ersten Kill an. Ich glaube, das wird das Entscheidende sein. Auf jeden Fall. Bei den beiden. Das wird schon mal den Pace auf jeden Fall erhöhen. Mhm. Oh, die schon wieder der Punish? Oh, er versucht's mit dem Sing. Oh, aber kein Punish. Kein Punish. Hm. Er wollte es, glaube ich, mit der Downer versuchen. Aber Plattform hat ihn ein bisschen aufgehalten. Oh, Ronnie. Ja. Oh, geht für den Edgeguard. Doch nicht. Das ist dieser klassische Elite-Smash-Falken, wenn man so sich nach unten duckt. Kommt jetzt die Down-B oder der Down-Tilt? Das ist immer die Frage. Ja, würde auf jeden Fall jetzt schon ausbrechen. Oh, wieder mit dem. Er wollte schon wieder. Schöne Backhand mit der Punish. Diesmal kriegt er das den Punish und holt den ersten Kill. Stark gemacht. Von Rex J. Boah, da war wieder der Erste. Die haben auf jeden Fall Bock. Die sind richtig heiß. Der Downsmash Two-Frame, nice. Junge, das war krass. Vor Dresden. Vor Dresden, denkt man sich, Alter. Er spielt hier für seine Homies. Ich glaube, er ist auch der Einzige, der aus Dresden kommt. Das kann gut sein, ja. Okay, da ist die Conversion. Schöne. Ich glaube, das ist Edgeguard. Oh, nice, schöne Wecke. Jetzt muss er noch einmal recovern. Und? Oder kann er noch mal? Nice. Er ist tot. He's sehr dead. Clean gemacht, ja. Nice. Das ist Jigglypuff gegen Captain Falcon, würde ich mal sagen. Ja. Instant Comeback auf jeden Fall. Oh, da ist der Parry. Aber er wird ganz gefährlich. Habe ich da zwei Upsmashes gesehen? Ja. Nair One, aber kriegt nicht den Confirm. Man merkt auf jeden Fall, er muss sich erstmal einspielen in das Offline-Event. Warte, von welchen von beiden ist das erste Offline-Event? Rex J, okay. Alles klar. Deswegen, er hat da den ersten Stock geholt, aber ich dachte gerade schon, er wird getwo-framed. Ja. Ist schon einmal passiert in diesem Game. Oh, okay, schön. Reicht noch nicht für den Kill. Ja, aber jetzt hat er auf jeden Fall wieder die Möglichkeit, ihn zu töten. Oh, der Upsmash ist sogar reingeholt. Ist auf jeden Fall in Kill-Prozent. Ja. Die Down-B reicht noch nicht aus. Ja, hat auch nicht ganz getroffen. Ja, war nicht der Strong-Hit. Ja. Okay, er braucht jetzt hier auf jeden Fall den Kill, sonst wird es hier sehr gefährlich für Rex J. Okay, wieder Daumen der Wicked. Da haben wir aber links gewinkelt. Oh. Da kommt der Air-Dodge. Und er hat es geschafft, auf die Stage wieder zu kommen, aber wird wieder weggeschlagen. Oh, er geht wieder, okay. Oh, wieder. Neutral Get-Up Roll. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das ein Ich glaube irgendwie... Die Dash-Attack. Die Dash-Attack war es. Zwei Dash-Attacks gegeneinander fast. Damit wieder Even Stocks. Game One. Ich würde auch sagen, es ist Even. Stock. Oh, Side B Upsmash True Combo, oder was? True Combo. Da sind die Upers. Und da sind die Prozente wieder Even, Digga. Damit ist es wieder Daddy. Und Rex J hat sogar einen kleinen Lead. Oh, schöne Backe, aber hier von Rediu. Ja. Das ist jetzt extrem wichtig. Game One. Ich glaube, er wird sogar Rediu ausgesprochen. Jetzt werde ich es bedenken. Ja, okay, schön näher. Es ist, glaube ich... Oh, er hat es geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die beiden Spieler... Panicken hier ein bisschen, würde ich sagen. Der Clank, aber noch kein Kill. Das reicht noch nicht aus. Mein Gott, was für ein Nailbiter. Oder er gesagt, sagt der Trade, würde ich mal eher sagen. Ja. Der Nailbiter Game 1. Junge, er wird. Ja. Aber diesmal ist er nicht gerollt. Diesmal ist er echt nicht gerollt. Kommt er denn? Und da ist wieder die Roll. Aber diesmal covert er es mit einem F-Tilt. Okay, er geht auf die andere Seite, ja. Gutes Mixer. Ja, eigentlich. Oder ist die Roll? Und er ist tot. Oder? Der Gentleman reicht immer noch nicht aus bei 140%. Alter, Jigglypuff strong. Jigglypuff heavy? Komplett. Oh, die Abi? Das ist der Kill, oder? Oh, die Dash-Tag. Die Dash-Tag. Ja. Sehr clean gemacht. Das war's. Das war auf jeden Fall extrem closest Game One. Boah, der Zoom gefällt mir. Auf die Reactions. Sehr geil. Es ist einfach ein BO3, musst du dir überlegen. Es ist ein BO3, das heißt, Rediu ist jetzt hier unter Pressure auf jeden Fall. Würde für Dresden.
muss er jetzt auf jeden Fall alles geben, um jetzt hier noch das zweite Game für sich zu entscheiden. Mhm. Mal sehen, was der Counterpick für die Stage sein wird. Oder vielleicht sehen wir auch den Sonic. Wer weiß. Vielleicht. Okay, er bleibt auf Captain Falcon. Bleibt auf Captain Falcon, so ist es. Er ist confident. Also ich weiß, dass er Captain Falcon spielt und ich weiß auch, dass er Sonic spielt. Okay. Aber mehr weiß ich von ihm leider nicht. Oder ich erinnere mich nicht dran. Wir haben echt lange nicht mehr gespielt, denke ich. Oh! Okay, weak fair. Ja, jetzt beginnt es hier wieder ein bisschen mit Pressure aufbauen von Radio. Oh. Oh. Jo, gut. Im ersten Grabs Game. Sind sehr gut. Die Grabs sind sehr clean. Das gut. Ist auf jeden Fall schön. Der. Edgeguard. Oh, oh, Backer whiff ganz knapp. Und da ist wieder. Oh, oh! Okay. Da geht er für die Kombos, aber hat nicht so viele Prozente gemacht. Oh. Dings ist auch, oh mein Gott. Down Air Up Smash, okay. Er macht sehr, sehr viele Up Smash. Ja, der Smash! Insane. Junge, das ist der Stock und damit geht die Führung an Rex. Wird Rex hier sein erstes Game gewinnen offline? Ja. Das ist die Frage, die ich mir stelle natürlich. Aber Redio gibt sich hier natürlich noch nicht geschlagen, versucht hier wieder den Edgeguard, trifft ihn aber nicht. Es wird auf jeden Fall entscheidend sein in diesem Set, wie gut er diesen Captain Falcon hier edgeguarden kann. Das stimmt. Oh, schön. Würde ich auch sagen. Oh! Oh! Dash-Attack, was ein Epic Tech-Chase. Budumsch. Okay, damit haben wir... Ist er rausgedutscht und deswegen gestorben? Das sah für mich nicht aus, als ob er tot wäre, aber egal. Oh ja, mein Gott, die Kombos. Ich hätte es noch die einen können, aber... Egal, schön. Aber gut High Recovered, finde ich. Oh, wird wieder Offstage geworfen. Wieder High Recovered und diesmal wird es gepunished. Ja, nice. Schön gemacht. Sehr schön hier. Guter Kant hier von Redio. Schön adapted, würde ich auch sagen. Okay. Okay, das ist der Drill. Was kriegt er hier? Oh, fast der Shield Break. Ja, auf jeden Fall ist der Shield klein. Slow. Better Side B wins. Jo, und das ist ganz klar Captain Falcon zu Nigel. Würde ich sagen, aber man weiß es nicht für mich. Ich habe es noch nicht gesehen, dass beide hier mit Side B gegeneinander antreten. Oh, da ist wieder der Pawn. Gefährlich. Da ist wieder ein bisschen Shitload natürlich. Jetzt. Redio nimmt hier natürlich jetzt jede Prozente mit. Er wäre fast geschildbreakt worden. Okay. Schön. Schön getaggt und schön weggeholt. Ja. Redio war auf jeden Fall ready mit dem Jab dort die. Vielleicht die Appi? Diesen Jab-Reset. Jab-Appi und dann. Genau. Das wäre der Kill gewesen. Das wäre auf jeden Fall der Kill gewesen. Deswegen wichtiger Tag da von Rex J. Hält sich noch hier im Game. Okay, der Jab. Auch gefährlich. Beide spielen hier Neutral jetzt erstmal. Nice. Das Neutral gewinnt Rex auf jeden Fall, aber. Er braucht jetzt hier unbedingt den Kill. Ja. Um jetzt noch hier das Game. Das Set 2:0 für sich zu entscheiden. Ich glaube, wenn Rex mehr. Nein, ich will nichts sagen. Aber wenn er. Hör nicht. Ja. Midset-Coaching hier. ich will kein Midset-Coaching machen, vielleicht fast. Oh, schöne Api. Aber. Reicht gerade so noch nicht aus. Ich glaube, wenn er mehr Neutral spielen würde, würde er gewinnen. Das ist wirklich. Zitat des Tages bisher. Weil wenn er mehr Neutral spielen würde. Aber hast du vollkommen recht. Ich weiß, was du meinst. Ich denke, Jigglypuff ist immer schlechter, wenn er angreifen muss. Meistens. Oh! Und. Oh, und das ist das. Der Two-Stock. Kill. Der Two-Stock. Ja, auch. Es aber steht 1-1. Ich liebe das Game bisher. Ja. Bisher sehr. Sehr spannend. Kommt auf jeden Fall drauf an, wie gut hier. Wir sind gespannt, welcher Konter bekommen wird von Rex. Direkt Small Battlefield. Oh, die gehen. Small Battlefield, it is. Beide sind damit einverstanden, beide gehen dafür. Das direkt run and back. Let's go. Das war auch schon beim zweiten Set, glaube ich, so. Aber ich weiß es nicht. Das ist krass. Die wollten es hier schnell hinter sich bringen, glaube ich. Die sind beide hyped einfach. Die Anspannung ist groß, denke ich auch. Von beiden Spielern. Das wird auf jeden Fall spannend. Stell dir mal vor, du hast ein ganzes Bundesland hinter dir, ja? Da musst du natürlich auch performen. Ja. Ja? Okay. Okay, da ist der Pound. Die Gentleman Jabs wurden geholt. Okay, jetzt wieder der Edgeguard. Er recovered wieder halt. Oh, da kriegt er zum ersten Mal. Aber geht das? Oh, nein. Er kriegt den Rest nicht. Oh mein Gott. Das wär, glaube ich, der Kill gewesen. Auf jeden Fall der Kill. Und da ist aber der Jab One. Was? Das geht? Er kann ausrollen? Ich dachte, das wäre true immer. Ich dachte eigentlich auch. Wir sind ass. Rex J hat auf jeden Fall. Ich dachte auch, er readet das. Ja, dachte ich auch. Okay, Ronnie. Aber bisher ist es relativ even, würde ich sagen, von den beiden. Auch wenn er natürlich mehr Prozente hatte, Rex, aber theoretisch ist Jigglypuff sehr leicht. Ja. Oh, schöner Appi. Ja. Aber bisher, er geht nicht für den Edgeguard. Oh, der Upsmash so knapp. Oh, der Grab, ja.
Beide schenken sich hier nichts. Ja, die wissen beide, dass der erste Stock hier in diesem Game extrem entscheidend ist. Und kriegt unter den Two-Frame. Oh, das ist ja hier im ersten krank. Game. Das ist ja krank. Ab Smash, er wollte ihn töten. Oh, schöner schön Edge. Weggedriftet da. Ja, auch. Aber wäre auch ein gute, schöner Edgeguard. Ja, guter Edgeguard-Versuch. Weil er ist noch nie geedgeguardet und das war auf jeden Fall gut. Der Pound gerade. Oh, das ist die Up-Smash. Ja, nice. Warte mal, war das gerade Dash-Up-Smash? Sofort? Also diese... Das kann ich gar nicht. Ich auch nicht. Oder diese Mario-Mains, die immer so... Nee. Ja, ja. Hm? Kann ich auch nicht. Krieg ich mit ganz viel Glück hin. Okay, beide sind hier wieder even. Schön zurückdasht und... Diesmal gewinnt er das Neutral und es wird auf jeden Fall hart. Okay, back air, forward. Oh, das ist hängen und er rollt rein, aber es trifft einfach nicht. Das ist ja wirklich... Oh, der Upsmash. Ja. Aber hat ihn nicht getroffen, aber er kann es auch nicht punishen. Oh, da ist er. Wie. Das ist der Kill? Was? Das hat so früh gekillt. Das ist ja wirklich unglaublich. Rex geht in Führung. Da kommen die Weapon Jabs. Covert auf jeden Fall den Spot Dodge. Okay. Oh. Wieder der Jab. Rex J nimmt hier auf jeden Fall alle Prozente mit, die er kriegen kann. Oh. Und Redio braucht jetzt hier auf jeden Fall den Kill, um noch hier Set. Oh, der Rest, let's go. Der Rest. Das war mega insane. Das war so klatsch. Oh, ein guter Edgeguard. Oder. Oder okay. Was anderes. Könnte es schon sein. Ein Rest. Ein Sleep. Eine Pound-Combo. Ein oder sie. Das könnte das alles sein. Die Small Battle-Plattform hält ihn da ein bisschen auf. Ja. Ich sag. Oh, Api, ja, dachte ich auch. Irgendwie, dass es kommt, aber. Oh! Okay, die näher. Oh, das ist nicht der Kill. Er bleibt drin. Redio hat noch viele Chancen, würde ich sagen. Auch wenn er ein Killprozent ist. Er kann es schaffen. Er muss hier jetzt ganz patient sein. Okay. Oh, das ist der Captain Falcon Punch! What? No! Und der kriegt den Zing und. Oh mein Gott! Rest. Das ist es! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Der Captain Falcon Punch! Der Falcon Punch. Es war ein Missinput. Oh mein Gott, das ist so ärgerlich für Rex J. Er hatte das ganze Set unter Kontrolle. Oh, Falcon Punch! Junge, hätte der getroffen, wäre auch wild gewesen. Oh mein Gott, ist das anders. Bin ich ehrlich. Das ist wirklich sehr unlucky. Oh mein Gott. Na gut, jetzt sehen wir. Als nächstes sehen wir each Pokémon. One of each Pokémon? One of each Pokémon and Simon. Simon. Weißt du, wer ist? Simon. Nee, ne? Ich weiß nicht. Ich kenne leider keinen von beiden. Vielleicht ja, das ist auch nur der Star. Das ist Missing Name. Ah, okay. Der eine. One of each Pokémon? Ja, genau. Wo sind die? Das weiß ich selber nicht. Aber das wird auf jeden Fall Rob gegen. Ich weiß gerade nicht, was er spielt. Simon? Ich hab schon mal gegen ihn gespielt, aber ich weiß gerade nicht. Ich muss ihn sehen dafür. Mhm. Erkennst du sofort, wenn du deren Gesichter siehst, was die für einen Charakter spielen? Da ist er. Da ist er. Oh, ich glaube... PT? PT, ich sag Jigglypuff. Ich sag PT. Okay, er spielt PT, denke ich. Der Mohawk? Bin mir noch nicht sicher, aber wir wünschen auf jeden Fall ihm viel Glück. Findest du auch, die sehen sich voll ähnlich aus? Low-key.